Ja, und damit herzlich willkommen zur 14. Folge Wer bin ich? Mit derselben Besetzung wie in der vorherigen Folge, weil hier Rache gewünscht wird für gewisse Fahrzeuge aus der vorherigen Folge. Welche das jetzt waren, nennen wir natürlich nicht, weil ich will ja, dass ihr die vorherige Folge guckt. dabei ist wieder der Rico, der Rator. Yo, hi. Der Flo ist noch anwesend. Hello! Der haut bald ab, wenn er dann wieder keinen Bock hat, sein Fahrzeug. Nein. Und der Nick ist noch da. Nein, der haut ab, wenn er sein Fahrzeug nicht errät. Ich wollte gerade sagen, also ich war ja gerade derjenige, der ein bisschen mit Problemen konfrontiert war. Aber gut, neue Runde, neues Glück, würde ich sagen. Ja. Diesmal muss ich ja nicht bei der gleichen Person erraten. Richtig, denn dieses Mal, diese Folge findet in geänderter Wagenreihung statt. Nick muss jetzt bei Flo erraten, Flo muss jetzt bei mir erraten, ich muss bei Rico erraten und Rico bei Nick. Also komplett umgedreht. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt aber einfach, weil wir in der ersten Folge oben angefangen haben bei Rico, fangen wir in der jetzigen Folge unten bei Nick an. Das finde ich sehr gut. So, also. Ja. Geht direkt gut los. Also, ich bin eine Lok. Ja. Das ist doch erstmal. So startet man doch gut. Direkt mit einem Ja gestartet. Erstmal Ja. Das yeah. Wir machen Fortschritte. Nein, ich bin elektrisch betrieben. Ja. Ich fahre mit Oberleitung. Ja. Oh, Mensch, da ist ja ein Lauf hier. Stell mal vor, wenn man nicht so ne? Welche Lok fährt denn mit Stromschiene durch die Gegend? Welche E-Lok? Also, ich kenne jetzt... Moment mal, Rathoff würde doch bestimmt eine einfallen. Mir fällt alles ja. ein. Und bestimmt irgendeine, die da im tiefsten Niedersachsen irgendwo Kartoffeln erntet. Es gibt da bei der S-Bahn Berlin so ein Schleppfahrzeug, was... das hat, glaube ich, nur Diesel, glaube ich. Egal. Diesen Akku, glaube ich. Egal. Die S-Bahn Hamburg hat bestimmt eine ihrer Köfs auf Stromschiene umgebaut. Du Sadist. Nee, ich bin ja auch Diesel. Ich bin, also meine Lok ist aber nicht mehr systemfähig. Nein. Also sie wird nur in Deutschland eingesetzt. Nein. So, Erik. Ja. So, Erik. Ja, ich bin gespannt, was du für mich ausgedacht hast. Bin ich eine E-Lok? Ja. Fahre ich auch im Ausland? Oh, warte. Das ist eine gute Frage. Gute Frage, die nächste Frage. Aber ich sage nein. Außer nein, okay, nein. Okay. Also ich hätte jetzt gesagt, dass der grundsätzliche Gedanke gut wäre, dass auch die anderen dreien die Baureihe kennen, aber das macht natürlich dann auch wieder, bietet natürlich wieder Angriffspotenziale. Rico. Also jeder von euch dürfte das Fahrzeug kennen. Sagen wir es mal so. Okay. Okay. Ja. Gut. Wer ist jetzt dran? Was habe ich verpasst? Ja, ich bin dran. Und ich bin am Überlegen. Viel Spaß. Rico, mein allerbester Lieblingsfreund. Oh, Hilfe. Mein Sonnenschein. Dein täglicher Sonnenschein. Genau. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich bin... Ich existiere noch. Ja. Ich bin ein in ausschließlich Deutschland eingesetztes Schienenfahrzeug. Meiner Kenntnis nach ja. Meiner Kenntnis nach unverzüglich. Sofort. Ist das sofort? Sofort. Ich bin in Westdeutschland im Einsatz. Unter anderem. Ja. Ich bin auch in Ostdeutschland schon zum Einsatz gekommen. Ja. Bin eine Lokomotive.
Ja. Ich bin im Personenverkehr anzutreffen. Spezifizier die Frage. Also, wenn du damit meinst, dieses Fahrzeug ist für Personenbeförderung zuständig, dann nein. Okay, ja, ich war, also in mir können Fahrgäste fahren. Nein. Das ist definitiv. Also das Spannende jetzt, wie in einer Lok-Fahrgästefahrt? Ja, in einer Lok-Fahrgästefahrt, das stelle ich mir doch sehr abenteuerlich vor. Naja. Also das ist ja doch ein anderer Führerstand, ne? Naja, also ich sag mal so, es soll durchaus ja mal dazu gekommen sein, dass sich Fahrgäste auch auf einer Lokomotive befunden haben. Habe ich so gehört. Ich glaube aber nicht, dass das dafür gedacht ist. Nee, irgendwie nicht so. Ein Fahrzeug, was speziell für illegale Führerstandsmitfahrten entwickelt wurde. Ja, ich glaube nicht, dass das so... Mit Geheimgang. Ja, genau. So, aber ich bin ja gar nicht dran. Ach so, warte, ich habe Angst davor. Kann ich dir sagen, ist überhaupt nicht schlimm. Ist wirklich nicht schlimm. Nicht schlimm, Angst zu haben oder nicht schlimm, dein Fahrzeug? Beides. Die Angst ist berechtigt, möchte er sagen. Okay, dann fangen wir mal mit dem an, was dich letzte Folge so aufgeregt hat. Fahre ich rein elektrisch? Nein! Das ist schon mal gut zu wissen. Genau. Ja, dann geht's weiter. Ne? Dann geht's weiter mit dir wieder, Nick. Ach ja, ach guck mal, das ist ein Zufall. So, ich war eine Oberleitung. Genau, ich bin aber für den Fahrgastverkehr. Nein. Das geht schnell. So, ich bin eine E-Lok und habe keinen Ausland. Ich bin im Güterverkehr. Erik? Erik ist auf einem anderen Trip jetzt. das Ding ist, die Frage müsste ich mit. Also, die Frage ist, du bist im Güterverkehr tätig. Ja. 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 Auch. Das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen, ob ich auch im Fahrgastverkehr tätig bin. Ja, auch. Ja. Also eine vielseitig eingesetzbare Lok. Ja. Das klingt so nach Trucks. Trans Railway Application with extreme flexibility. Ja. Besser als leichter Innovation, innovativer Nahverkehrszug. Blind. Ich finde irgendwie die Abkürzung wenigstens cute und knuffig, aber nicht die. Aber nicht das Fahrzeug. Nee. Obwohl, die Kleinen sehen ja wirklich cool aus. Die Kleinen sehen wirklich cool aus, diese kleinen einteiligen Dinger. Die 640er. Ja. Nee, okay, back to topic, Leute. Fahre ich im gesamten Bundesgebiet? Nein. Schade. Ja, mein lieber Rico, ich bin eine Lokomotive. Ja, ne? Genau. Bin ich vor sogenannten lokbespannten Personenzügen eingesetzt worden? Nein. Nick. Also ich bin dann wohl im Güterverkehr tätig. Nee, ich stell dir jetzt Fragen. Ach so, ah ja. Egal. Also rein elektrisch bin ich nicht. Bin ich im Personenverkehr anzutreffen? Aktuell? Nein. Bin ich aktuell im Güterverkehr anzutreffen? Hä? Er hat doch nein gesagt. Oh, scheiße. Der Aussetzer, ja. Rico bekommt ein Nein. Aber schön, continues aber schön, to ask anyway. Schön, dass die Frage die gleiche war. Ja, nur halt anders. Dass die Verwirrung die gleiche war. Ich bin im Güterverkehr eingesetzt. Ja. Das ist gut. Das ist jetzt nicht irgendwelche verzwickten Sachen.
Das tut gerade gut, dass man gar nicht so kompliziert gerade ist. Das hat auch irgendwie endlich mal was Ordentliches. Ja, ne? Genau, endlich mal was Ordentliches. ja. Meine Lok ist aber nach 2000 gebaut worden. Boah, das ist aber eine gute Frage. Ja, Wikipedia ist dein Freund, habe ich gehört. Ja, ich sag gerade, also speziell jetzt nach 2000? Also, anders gesagt, 1999 gab es das Ding noch nicht. Moment, ich muss gerade selber überlegen. Das Ding würde jetzt, um meine Frage zu präzisieren, gilt auch für irgendwelche Prototypen, die 30 Jahre vorher irgendwann existiert haben. Ich wüsste gern ein Fahrzeug, wo das Fahrzeug, wo der Prototyp 30 Jahre vor dem Serienfahrzeug war. Nein! Gibt es bestimmt vielleicht, welche. Vielleicht irgendwas, was die D-Like GmbH zusammengeschraubt Pläne, hat. Pläne 30 Jahre lang vergessen, wieder entdeckt. Ach, das wollten wir ja noch bauen. Schick mal den Azubi los. Wie so ein kleiner Flughafen in Berlin, ne? Ja. Schwierig. Also deine Frage war, ob sie 1999 schon existiert hat. Ja, das ja, dass ja. danach existiert hat. Also das ja. nach 2000 gebaut worden ist. Ja, okay. Also nach. Nicht nach 2000, aber 1999 hat sie schon existiert. So rum. Okay, also vor. Okay, ja, dann war die Frage nein. Okay. Ich bin nicht bundesweit eingesetzt, bin aber für den Reise- und Güterverkehr gut genug. Ja. Bin ich meistens im Verkehrsgut unterwegs? Nein. Okay. Erik. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Jetzt wieder auf meiner Treppe. Ich? Ich weiß nur nicht welcher. Nach Berlin. Yeah. Nach Berlin-Trip. Nee, ich bin auf Longboard-Tour. Und fällst dann auf die Schnauze wie Dena. Ich bin auch auf der freien Strecke anzutreffen. Also ich bin nicht nur im Werksbereich unterwegs. Ja. Kannst du, ja, ja. Ich kann auch auf der freien Strecke angetroffen werden. Kannst du, ja. Ich bin ein Fahrzeug, was man im Volksmund vielleicht als Kleinlokomotive bezeichnen würde. Oder fragen wir mal so, also, um mich zu fahren, reicht der Kleinlokomotivführerschein? Gut, das weiß ich jetzt okay, nicht. Okay, anders gefragt, aber meine Baureihennummer fängt mit 3 an. Nein. Okay. Aber, also sie wird ab und zu mit klein im Namen bezeichnet, deswegen, Okay. Deswegen ist es ein so ganz eindeutiges Jein. Ich zähl's mal als Nein, du bist dran, Rico. Okay. Jetzt geht's los. Jetzt geht's. Ja, so viel habe ich ja noch nicht erfragt. Wurde ich vor 2000 schon gebaut? Ja. Gibt's mich noch? Ja. Also im. Ja, gibt's mich noch im Plandienst? Nein. Okay, gut. Das kann ich ja auch mal fragen. Gibt's mich noch im Plandienst? Dich? Ja. Ja. Okay.
Ich bin ein Drehstromfahrzeug. Drehstromfahrzeug? Muss ich erstmal gucken, was das ist. Sorry, ich bin nur ein einzelner Fahrtensleiter. Nee, dann bist du es nicht. Okay, dann ist das ein Drehstromfahrzeug. Das war ja dann ein Ja. Ach so, sorry, Nick, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, das ist Drehstrom. Ja. Das Ding hat Drehstrom. Ja. Meine Höchstgeschwindigkeit liegt aber bei 140 und niedriger. Oh, Wikipedia. Mein Freund und Helfer. Ja, ich hab's auch auf. Ja, ich hab die Artikel auch die ganze Zeit offen. Ich frag mich gerade, wo das ist. Da steht hier alles Mögliche. Alles Mögliche steht hier. Jeder kleinste Scheiß, aber nicht, wie schnell das maximal fahren kann. Moment mal. Ich mach mal kurz den Telefonjoker. Okay, warte. Was hast du gefragt? Mehr oder weniger als 140? Also ich habe gefragt, ob die Höchstgeschwindigkeit bei 140 und oder niedriger ist. Ja. Das ist... Gut. Ah ja, die Verkehrsrotfrage. Meine Lok ist hauptsächlich in Verkehrsrot unterwegs. Ja. Ja, das ist ja auch schön. Endlich mal was ordentlich ist. Ey, dein 94 ist auch verkehrsrot. Ja. Verkehrsrot. Ich bin aber schon, oder die Baureihe ist auch schon an bei privaten EVUs im Einsatz. Nein. Oh, das ist interessant. Hallo, was möchten Sie über Ihr Schienenfahrzeug wissen? Alles eigentlich. Am besten so die Baureihe. verkehrt mein Fahrzeug auch in meinen Stellbereich? In Maschen oben? Ja. Nein. 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 Damit fällt aber schon mal ein ganzer Teil an Baureihen weg. Das ist gut. Okay. Rico. Jo. Ich bin ja eine Lokomotive. Ja. Ich bin eher nicht im Personenverkehr anzutreffen. Ja. Ich bin größtenteils im Güter- oder Rangierdienst anzutreffen. Bleibt ja eigentlich nur übrig. Entscheide dich mal für eins von beiden. Ich bin größtenteils im Rangierdienst anzutreffen. Ja. Ich kann aber auch Nahübergaben machen, die dann über die Freistrecke gehen. Also ich kann ja auch auf der freien Strecke angetroffen werden, wurde gesagt. Ja, aber wahrscheinlich nicht in dem Sinne, wie du jetzt denkst. Ich kann... Also, ich bin in der Lage... Züge über die freie Strecke zu ziehen. Schon. Okay. Schon. In dem Sinne, ja. Man macht es aber nicht, weil ich dann zu langsam wäre. Oder warte, ich definiere es anders um. Ich frage mal nach der Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges. Die Höchstgeschwindigkeit meines Fahrzeuges ist größer. Nee. Ist 80 oder niedriger? Nein. 80 oder niedriger? Nein. Also höher als 80. Okay. Nick. Ja. Was möchtest du? Ich frage, ich gehe mal Richtung Alter des Fahrzeuges. Ja, wurde mein Bau durch die Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in Auftrag gegeben? Okay, also so alt doch nicht. Dann fallen ja auch schon mal wieder viele Fahrzeuge weg. Zumindest welche, die du kennst. ja.
keine Privat-EVU. Das ist tatsächlich was, was mich jetzt wirklich verwirrt hat. Ich bin noch im Plandienst. Mehr System. Meine Lok hat 4 Achsen. Nein. Na, du bist so ein Arschloch. Ich weiß ganz genau, was das jetzt für ein Ding ist. Ach, du Scheiße. Du bist so ein Alter. Oh, ich hab diesmal nichts Leichtes. Ich nehm diesmal nichts Leichtes. Oh doch, ich kenn die Scheiße. Ich weiß ganz genau, was das jetzt ist. Bestimmt kennst du das. Bestimmt. Das ja, warte. Oh, wie heißt die? Wenn's das nicht ist, dann lache ich dich aus. Sowas von. Also, da du Personen kennst, die ich auch kenne, weiß ich, dass du den Namen auf jeden Fall weißt. So, Erik. Mhm. Bin ich auch eine Drehstrom-Lok? Nein. Nein, ich bin keine Drehstrom-Lok, schade. Rico. Ja. Ja, Lok im Video. Halt mal Rangierdienst anzutreffen. Ich wurde vor 2000 gebaut. Nein. Oh. Mhm. Nick. Ja. Bin ich eine Lokomotive? Nein. Okay, bringt mich auch schon mal weiter. So, ich kenne die Baureihe davon nicht, tatsächlich. Ich muss es jetzt raussuchen. Es reicht ja, wenn ich es dir beschreibe, ne? Oh. Flo? Flo ist gestorben. Ja, der will irgendwie nicht mehr. Ja, seelisch bin ich längst gestorben. Okay, das ist die, ich weiß nicht, wie man das beschreibt. Das ist quasi eine 152 in 6-achsig. Die wird für die Züge nach Dänemark benutzt. Ja. Die EG. Ja. Ist die ja. Das? Ja. Okay, danke schön. Es handelt sich um die EG 31er Lok. Ja, genau. 13 an der Zahl und hat Zulassung eben für Dänemark, Schweden und Deutschland. Hauptsächlich wird die halt auf der Strecke zwischen Masche und Malmö eingesetzt. Und die wurde halt, warum ich es so gestutzt habe, die wurde halt 1999 und 2000 gebaut. Ah, deswegen, okay. Deswegen habe ich da so ein bisschen gestutzt. Aber tatsächlich war das für mich wirklich dieser Moment. Kein Privat-EVU hat das. Und dann wirklich, die ist noch im Plandienst. Die ist aber relativ alt. Also im Verhältnis jetzt für eine Cargo-Lok ist die halt alt. Und dann so, die ist aber nur 140. Okay, da war eigentlich Trax oder Siemens, war ja klar. Mhm. Und dann so halt, war die Achsenfrage. Und dann war bei 6 Achsen, war es klar, bei Drehstrom 6 ja, Achsen. Ja. Aber war, muss ich dir wirklich lassen, ist sie wirklich gute Wahl gewesen. Endlich mal was Vernünftiges, sag ich ja, doch. Kann ich jetzt sagen, ist der Stempel ist aufgedrückt, definitiv. Approved, Nick approved ist ja. Okay. So, Erik. Mhm. So, mein lieber Abzweig Erikus. Mhm. Schwierig. Ich rätsel noch. Das heißt, ich bin wahrscheinlich eher nicht im norddeutschen Bereich unterwegs, wenn ich. Ja, bist du nicht. Wenn ich im Maschenfalle dabei fallen jetzt raus, die 193, 185, 152, 187, 145 und 151. Darf ich dir einen kleinen Tipp geben? Nochmal. Ich sag einfach nur falsche Epoche. Falsche Epoche, wahrscheinlich bin ich so ein Altbau. Das musst du jetzt herausfinden. Das einsetzbar ist. Aber ja, ich bin echt nicht gut im Lokbau rein erraten. Muss man ein bisschen mehr ins Mikrofon sprechen, du kommst teilweise nicht durch. Ich mach mich mal einfach mal ein bisschen lauter. Ja. So, ich bin in Deutschland aktiv, Reise- und Güterverkehr nicht in Norddeutschland. Bist du die Lok schon mal gefahren?
Da muss ich jetzt gerade tatsächlich überlegen, ob ich da Hand angelegt habe. Ich glaube, ich durfte sie einmal fahren. Also, wenn ich sie einmal gefahren bin, dann nur auf einem kurzen Stück und unter Anleitung. Und da war ich definitiv noch ein nicht fertiger Lokführer. Also, es kann sein, ich kann es dir jetzt aber nicht genau beantworten. Jetzt ist die Frage, jetzt müsste ich halt dafür im Vorhinein wissen, welche Fahrzeuge du schon bewegt hast und welche nicht. Also ich bin sie nicht als planmäßiger Lokführer gefahren. Oder andersrum, du hast halt noch keine Baureihenzulassung für die. Richtig, ja, habe ich nicht. Und du musst auch mal überlegen, ich habe dir ja gesagt, das ist die falsche Epoche. Das ist die Frage, ob ich überhaupt auf das Fahrzeug Ausbildung bekommen würde. Ja, also, du hast zum Beispiel auch noch nicht gefragt, ob das Fahrzeug noch im Planbetrieb anzufinden ist. Ja, ist es denn überhaupt noch im Planbetrieb? Nein. Schade. So, Rico. Ich bin so ein komisches... Also, meine Vermutung ist jetzt, ich frag mal so. Ich möchte damit nämlich eine Kategorie entweder einschließen oder ausschließen. Ja. Meine Baureihennummer ist vierstellig. Ja. Deine Baureihennummer ist in der Tat vierstellig. Und da du jetzt was von klein gesagt hast, ich bin nicht, weil ich ja schneller als 80 fahren soll, ich bin nicht die Alstom H3. Nö. Du bist nicht die Alstom H3. Gut. Ich habe eine Vermutung. Bin ich von einem Hersteller, der auch Festplatten herstellt? Gott. Also es wäre mir neu, dass so, die Westplatten herstellen. Warte, ich bin in der Zeile verrutscht. Scheiße. ich bin in die falsche Spalte gerutscht. Warte, Entschuldigung. Darf ich die Frage revidieren? Ja, von mir aus. Bin ich bereits in Verkehrsrot anzutreffen? Ja. Würde ich, wenn ich und du wieder über die Innotrans laufen, dieses Fahrzeug anspucken? Das ist eine gute Frage. Es kann sein, ja. Wobei, also, es gibt Schlimmeres auf der Innotrans. Wenn ich das Fahrzeug auf der Innotrans anspucken würde, würden mir dann böse Chinesen hinterher gucken. Definitiv. Würde ich unter Umständen einen, naja, nicht Wirtschaftskrieg, aber ich würde von bösen Chinesen hinterher, also Chinesen würden mir böse hinterher gucken. Ja. Denn ich bin ein Fahrzeug der CRRC. Ja. Davon gibt es ja tatsächlich sogar schon ein paar. Aber nur ein Fahrzeug, was bei der S-Bahn Hamburg und bei der S-Bahn Berlin fahren soll. Ich soll bei der S-Bahn Hamburg und bei der S-Bahn Berlin fahren. Oder fahre bereits bei der S-Bahn Hamburg und glaube ich auch sogar schon in Berlin. Konzentrier dich mal auf eine. Auf ein Netz. Ein Netz. Oh, weil die gelben mit Punkt 5 genannt werden. Konzentriere mich mal auf dein Heimatnetz. Ich fahre unter anderem im Bereich Berlin. Weil Berlin ist das Einzige, was West- und Ostdeutschland sein kann. Ja, du fährst in Berlin. Ich bin ausgerüstet mit ZBS.
Ja. Fahre genau 100 km/h. Ja. In die Baureihe 1004.5. Jawohl. Oje, Mine. Also ja, das Fahrzeug würde ich auf der InnoTrans anspucken. Aber dann würden wir auch böse Chinesen sehr böse hinterher gucken. Kannst vor allem fahren mit elektrisch über Stromschiene, mit Akku und mit Akku Dieselmotor. Und mit Diesel, ich sehe es hier gerade. Ah. Das ist ja spannend. Ja. Ja. Und du hast PZB, also ETCS und ZBS. Ich könnte auf der freien Strecke antreffbar sein. Ja, wobei, okay, dann würde ich keine Güterzüge schleppen, sondern liegen gebliebene Züge könnte ich abschleppen. Ja, eben, deswegen war... Ja, okay. Obwohl, es hat eine Schraubenkupplung. Man könnte es rein theoretisch... Also ich könnte, deswegen hast du auch könnte mit ja beantwortet. Ja, deswegen, ja, okay. Das ist ja... Ja, gut. Okay. Dann bin ich... Genau, ich hab's jetzt erraten, dann bist du wieder dran, Rico. Ich bin ja noch gar nicht wirklich weit gekommen, ist das Problem daran. Ich bin ja nicht rein elektrisch, ich bin nicht im Plardienst, ich bin vor 2000 und ich bin keine Lok und ich bin kein DRG-Bau. Bin ich dieselbetrieben? Ja. Bin ich ausschließlich per Diesel betrieben? Ja. Gut. Nee, du kannst auch Benzin verbrennen. warte, du verbrennst auch Heizöl ab und zu. Oh, lustig. Bin ich ein Triebwagen? Man müsste sich über die... Ja, du bist ein Triebwagen. Also einteilig so oder irgendwie zwei fest zusammenhängend. Ja. Kannst du das als Frage formulieren, bitte? Also bin ich ein einteiliger Triebwagen? Nein. Okay. So, Erik. Mhm. Ich hoffe, mein Milok ist gerade denken. Muss bitte immer noch ein bisschen mehr direkt in dein Mikrofon reden. Entschuldigung. Gibt's diese Lok auch auf dem Tix-Server? Nein. Okay, dann ist es die nicht. Okay. Cool. Also warte mal, ich bin jetzt dran, oder? Ja. Du genau. Und Flo. Also ich bin kein einteiliger Triebwagen, dann bin ich wahrscheinlich also mehrteiliger. Oh mein Gott, ja. Ja, gut. War ich nach 2000 noch im Plandienst anzutreffen? Ja. Okay. Die Frage macht wenig Sinn, oder? Ich stelle es einfach trotzdem. Habe ich mehr als, also habe ich gleich viel oder mehr als 6 Achsen? Ja, hast du. Gab es mich in Mintgrün? Nein. Okay. Erik, ist deine Baureihe zwischen 111 und 120? Nein. Was ist das für eine Baureihe, Alter? Soll ich dir mal einen Tipp geben? Ja, vielleicht. Das Fahrzeug, also es ist eine Fahrzeugfamilie. Sie wird unter einer Baureihennummer geführt. Und ursprünglich wurden die Fahrzeuge... Ah, wobei, nee, komm. Damit fange ich nicht an.
Man hat die Fahrzeuge im Prinzip eigentlich nur in Bayern gefunden, aber eins der Fahrzeuge hat es nach Koblenz verschlagen, ins DB-Museum. Okay. Was? Alles klar, ich glaube, Rator ist dran. Ja. Wurde ich durch die Deutsche Bundesbahn in Auftrag gegeben? Nein. Das ist ein Scam. Das Rolltreppte aber schnell. Und zurück zu dir, Flo. Oh Gott. Ich bin gerade am Überlegen. Ich hatte noch die 142 im Sinn gehabt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da überhaupt in Koblenz steht an Loks. Ich hab's gerade mal auf und glaub mir, es würde dir nicht helfen. Da steht zu vieles. Ich hab's auch gerade aufgemacht und denk mir so, what the heck? Also wie gesagt, die Loks sind nur in Bayern eigentlich anzutreffen gewesen. Ah, nur in Bayern. Aber das ist gerade das, was mich vor dir raus... Ich habe gerade die Liste von den Exponaten, die da sind, habe ich auf und ich weiß nicht, was gemeint ist. Alter. Mann, eigentlich hatte ich für Erik die EG-Lok geplant. Oh, Mann. Das Ding ist, was kann man denn noch sagen? Hat die Lok eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 140? Nein. Nein. Nein, okay. Wenn du es schon so sagst, dann ist es definitiv sehr viel niedriger. Okay. Um Gottes Willen. Okay, noch schließen meine Fragen denn nicht aus. Wurde ich nach 1990 gebaut? Ja. Okay. Bin ich lichtgrau mit verkehrsrotem Streifen? Ja. Habe ich in der Theorie eine Neigetechnik, die auch nicht unbedingt immer funktioniert? Ja. Das Problem ist, es bleiben trotzdem noch zwei Baureihen übrig, in der Theorie. Ja, das heißt, nein. Entweder hast du das Offensichtliche genommen oder so wie ich letzte Runde. Bist du ein ICE-TD, Baureihe 612? Ja. Okay, also kein 612 mit Fernverkehrslack. Okay, das... Ey, ohne Scheiß, ich hab wirklich überlegt. Ich war die ganze Zeit am Hin und her pendeln. Nimmst du jetzt den Fernverkehr 612 oder nimmst du den 605? Einfach nur um abzufacken. Mit dem 612. Der wird im Fernverkehr eingesetzt. Ja, wurde er, aber die sind ja nicht stillgelegt worden. Ja. Die sind ja nicht außer Dienst. Gut, aber der ist lustig, der 612. Dann ist jetzt Flo dran. Also, ich hab nur noch zwei Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, es ist entweder die I10 oder die I40, was hier so in meinem Auge steht. Das ist gar nichts von den beiden. Die I10 und die I40 sind größtenteils nur in Bayern anzutreffen gewesen. Ja. Ich würde mich jetzt eher auf die I10 festmachen. Nochmal die Frage: Die I10 und E40 sind größtenteils nur in Bayern anzutreffen gewesen. Was haben wir denn dann hier in NRW gehabt? Ich bin nicht so gut in Lokgeschichte. Also die E10er und E40er sind auch im Plandienst in Hamburg gefahren. Die sind auch nach Maschen reingekommen. Aber hier ist sonst nichts im DB-Museum hinterlegt. Also ich gebe dir mal so einen Tipp. Es sind 5 Lokomotiven. Das ist eine wirkliche Kleinserie. Eine Kleinserie. Lokomotive 5 heißt Adolfine. F-
Was? Ja, und Lokomotive 1 ist der mechanische Bauteil von der Katharina-Hütte Rohrbach. Ist das so eine ähnliche, die sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Krokodil? Möglich? Ja, die wie hieß die noch? Liegt es an der Zahl, warum du die genommen hast? Nein, tut es nicht. Das an der Zahl. Nein, es liegt nicht an der Zahl. Die 69. Ja, nice number, mein Lieber. Ja, interessanterweise E69, ursprünglich gefahren unter 5,5 kV mit 16 Hertz, dann umgebaut auf 5 kV mit 16 2 Drittel Hertz und dann nochmal umgebaut auf 15 kV mit 16 2 Drittel Hertz. Ursprüngliche Maschinen von der LAG, von der Lokalbahn Aktiengesellschaft und im Prinzip nur da unten in Bayern, so im Raum bei Lassing, Garmisch-Partenkirchen, Murnau und so anzutreffen gewesen. Ah, verdammt. Die haben wirklich alle noch erhalten, ne? Sind alle noch erhalten, ja. Krass. Kleine und süße Krokodile. Ja, und die, weil ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich im DB-Museum bin ich nämlich schon mehrfach auf der mitgefahren und ich bin mir nicht sicher, ob man selber ein kleines Stück kurz kurbeln durfte. Mhm. Ah, deswegen hast du auch so ein bisschen da richtig umgedruckt sozusagen. Richtig, richtig. Ja, okay, die ist natürlich auch nicht nach Maschinenhof gekommen. Da gab es Maschinenhof noch nicht mehr zu der Zeit, oder? Die Loks sind ausgemustert worden, alle in den 80ern. Ja, obwohl es wäre knapp gewesen. Maschen wurde 77. Ich finde aber, dass definitiv hat man sich gebessert und es wurden machbare. Sag das nochmal der 1004.5. Ach, du bist da drauf gekommen, das war doch easy. Ich habe erst an Toshiba gedacht und deswegen habe ich, also ich bin ja dann in der Zeile verrutscht und dachte so, Toshiba, die machen doch Festplatten, oder nicht? Nee, also die da muss ich sogar sagen, da hätte ich mich im Nachhinein vielleicht sogar, also ich, wenn ich die jetzt hätte erraten müssen, dann hätte ich wahrscheinlich, wäre ich vielleicht unter großen, großen Umwegen drauf gekommen, aber beim nächsten Mal dann die Fahrzeuge von Kaff für Baden-Württemberg, die mit einer hydraulischen Bremse fahren. Oder bisher halt noch nicht fahren, ne? na gut, ich hoffe, es hat wieder den Anwesenden hier gefallen. Ich sehe gerade, doch eine Frage nicht so ganz richtig beantwortet bei meinem Log. Die wird im Baudienst auch eingesetzt. Also ja, sie kann auch Güterwagen ziehen. Wird auch im Baudienst eingesetzt? Ja. DB Netz Instandhaltung Netz setzt die auch ein. Die okay. 1004.5. Okay. Netz heißt halt, was Qualität ist. Na gut. ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Dann vielleicht mit leicht geänderter Besetzung. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye. Ciao.